Sportwetten.de präsentiert Ihnen zwei Banken für die V7 Plus Wette am Samstag, den 22. Oktober 2022. Die V7 Plus Wette mit einer Garantieauszahlung in Höhe von 16.000 Euro. Und meine beiden Banken befinden sich am Ende der Karte, und zwar im vorletzten Rennen, das 10. Rennen V7-6. Und hier ist es die Nummer 1, Exclusive Fire aus dem Stall von Viktor Gens, wo es ja zurzeit richtig gut läuft. Und wir schauen uns mal den letzten Sieg an von Exclusive Fire und schalten hier in die Wuhlheide, dort in den Schlussbogen. Wir sehen an der Spitze Gigolo Lamarck direkt daneben, da taucht er schon auf, Exclusive Fire, und in dritter Spur das Karlshorster Pferd des Jahres, Willow B. Ebert, und dahinter dann Admiral Rover. Und schauen Sie mal auf die Körperhaltung hier von Viktor Gens. Der hat alles unter Kontrolle. Der kann sich umschauen, einmal, zweimal, und sieht, dass keine Gefahr droht. Und Exclusive Fire hier für die Moral. Natürlich war dieses Rennen, wie auch der Sieg davor, einfacher. Und hier wird natürlich etwas mehr verlangt. Aber der Start danach, da hat er richtig Rennhärte getankt. Das war das Rennen, wo hier Bahnrekord gelaufen wurde und Halver von Heiterbuhr 1:10:6 marschierte und Exclusive Fire Vierter wurde. Exclusive Fire, für mich die Bank Nummer 1. Meine zweite Bank befindet sich im letzten Rennen der Karte, und zwar ist es Sinfonie im 11. Rennen aus dem Gestüt Lasbeck. Zwei Starts, zwei Siege. Also, was soll anders kommen? Und dort 16:8 gelaufen, und da schauen wir mal rein, in Schlussbogen von Hamburg-Bahnfeld. Da sehen wir an der Spitze Jorle mit Michael Nimczyk, außen Happy Jack, dahinter Sinfonie, und dann folgt noch Robin Bott mit Arcano BE. Und Jorle vorne, und Sinfonie hat den ersten Start über die Open Stretch gewonnen und so auch den zweiten Start. Schauen Sie mal, Jorle noch an der Spitze, Seppi Franzl wählt die Open Stretch und dann ist schnell alles klar. Sinfonie, glaube ich, kann hier eine hohe 14er Zeit laufen und dann ist die Frage um den Sieger geklärt. Sinfonie aus dem Gestüt Lasbeck mit Seppi Franzl im Sulki, die Bank Nummer 2.